Ja, moin, willkommen zu einer weiteren Folge, beziehungsweise die erste Folge, die ich auf YouTube hochladen werde, mein Kanal League of Legends. Ja, Mädels und Jungs, es ist soweit, ich werde League of Legends auf meinen Kanal bringen. Diesmal mal was anderes, eine Abwechslung zu COD. Keine Angst, ich werde COD weitermachen, denke ich mal, aber. Jetzt kommt erstmal ein bisschen ganz, also recht viel League of Legends und ab und zu mal COD. Und ja, so ab wieder mal YouTube zu machen und ein bisschen Abwechslung zu haben, ist auch schon wieder was Schönes, weil ich habe recht lange Pause gemacht. Es tut mir aber auch schrecklich leid. Weil ich finde nicht gerade die Zeit und Lust gerade dazu, aber wo ich daran denke, ey, blickst das, du spielst doch ganz viel LOL, wieso nimmst du das nicht mal auf und liest es mal hoch? Und da habe ich mir entschlossen, ja, warum nicht, ne? Dann kann ich mal wieder League of Legends spielen. Und warum nicht mal mit Lux auf der Midlane? Das ist doch mal ein guter Start. Nö. So. Schön hier noch die E-Leveln. Cookies haben. Perfekt. Schön machen. Level 6 Zeichen Spam. Und jo, moin. Lux Midlane. Gucken, wie ich werde. Wahrscheinlich werde ich verlieren oder gewinnen. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe mal einfach, dass ich einfach mal ein bisschen gut bin, ne? Ja, mit Lux kann man aber auch nicht richtig viel falsch machen. Tut mir leid, wenn ihr zum Beispiel erst Mausklicks hört, weil es ist alles nicht gerade so ganz gut konfiguriert. Und ja. Könnt ihr mich eigentlich hier hinstellen und Vision machen, wenn die hier. Wenn die zum Beispiel versuchen zu invaden, die anderen die Gegner. Mal gucken, wie die Runde da wird. Irgendwie freue ich mich auf die Runde irgendwie. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Das Blöde ist, die haben drei Tanks. Soraka könnte theoretisch Tank gehen, Yorick und Amumu. Was im Abfuck wird, ist Xerath. Der wird in der Mitte ein richtig krasser Abfuck sein. Ich hätte auch ihn mitnehmen sollen wie er. Weil wir sind beide sehr recht weit weg. Also wir sind beide Fernkampf, recht Fernkampf. Ja, da ist er, dieser Knup-Knup. Ich hasse Xerath. So. Wer LOL nicht kennt, das ist ein MMO. Ich hab ein bisschen vergessen, was es überhaupt ganz genau ist. Ich habe Schnellcast ein. Leute, die mich haten jetzt, warum spielst du nicht mit Fastcast, Schnellcast, wie das heißt? Ich kann so mit Lux nicht spielen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe selber nicht meine Logik. Also ich kann so nicht spielen, ich muss das so haben, also dass ich das selber aktiviere. Ich kann so nicht spielen. Und ich mache auch manchmal mit STRGQ mal, STRGE mal leveln, aber meistens level ich auch nur mit der Maus. Aber für mich ist es selber umständlich, irgendwie. Ja, good job, würde ich sagen. Good job. Für mich ist es einfach zu umständlich, STRGU zu drücken oder so. Okay, dann habe ich was mehr. Na komm. Am Anfang muss man zuerst mit Lux farmen. Noch treffen, noch Last hitten, alles, ey. So. Den Xerath habe ich recht weit nach hinten gescheucht. Zieh mal einen Ward hier. Mal gucken, ob jemand gankt oder nicht. Gerade habe ich gerade die Oberhand. Würde ich mal denken, gerade. Wir beide spannen recht auf die Mana auf. Deswegen wird es so ein bisschen schwierig. Ich hasse ihn, ey. Ich hasse einen Xerath. Ich hasse einen Xerath. Der Xerath ist scheiße. Darf den nicht feeden. Alter, vor allem wie schnell auch die Attacke einfach durchgeht. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein
will mich aber eher auf das Farmen konzentrieren. Aber ich sehe Farmen in ähnlichen Farmen. Nein! Noch! Scheiße. Was haben wir beide da bitte gemacht? Was haben wir da bitte gemacht? Was ist da gerade passiert? Wieso hab ich so lange überlebt und er auch? What the fuck ist gerade passiert? Ich meine noch einen Heiltrank. Beziehungsweise noch einen Cookie. Cookie. Lol. Die Feinde denken, glaube ich, gerade, dass ich Lore geschrieben habe wegen Toplane, aber egal. Erleuchte den Weg. Und deswegen Seraph, was er auch immer da gemacht hat. Alter, Mann, ey, hier sind Sniper-Dude, ey. Wenn er einmal mit seinen Stun trifft, wirst du RIP, ey. Nope. Ich verstehe auch manchmal nicht, wie genau Xerath geht. Hat er irgendwie eine Attacke, die er auflädt? Und was macht die Auflade-Attacke? Macht jemand mehr Damage oder mehr Reichweite? Wenn er die auflädt. Ich glaube eher mehr Reichweite. Keine Ahnung. Der Xerath ist scheiße. Unterwegs. Warte. Such was wert. Manchmal macht man auch die. Sorry. Manchmal macht man auch die. Das MF sagt doch was. Manchmal macht man auch die E. Ich bin Ulti schon jetzt, what the fuck. Macht man die E mit der Kombination mit der Q. Um zu. Also wenn man die E macht, dass er noch verlangsamt wird, damit man mit der Q besser treffen kann. Aber was auch immer die MF gerade gemacht hat. Spring noch mal, Mädchen. Ja, Junge sagen. Meine Maus ist gerade an meine Tastatur heran. Hoppala. Ich seh's mir an. Und den was soll ich auch noch haben? Hauptgib her. Ach komm. Was wollte ich noch haben? Aber gut, ich habe mehr Farben als den Xerath. Das ist nice. Ja, jetzt pingst du um Hilfe. Atox. Das war Atox. Ich bin tot. Oh mein Gott, Atox. Nice, GG. Ich wollte den Kill auch nicht erst klauen mit meiner E. Boah, das war richtig gut geplayt. Die schön geplaced. Well played, guys, well played. So, jetzt noch den Turm noch hier holen. Ja, easy. Das war auch richtig gut gespielt von der Botlane, dass sie auch hergekommen sind. Hergekommen sind. Der Jungler. Toplane hätte eigentlich Hilfe gebrochen können. Nice, schon wieder hier durch. Oh mein Gott, wie macht Soraka so viel Damage? Oder war das nicht der Soraka? Weil ich habe Ablenkzeit bei meiner Q. Ich lieber Backbase, ich habe viel Money. Ich stehe 2-1-2. Auch zum Hälfte ein Fehler. Oh, schade. Auch hätte ein Fehler von meiner, ich sag, es wäre auf Kill geil. Dann kann ich den Kill sogar versuchen zu machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe viel Money, das war's. Scheiße. Direkt mehr Magie durch die Gängeschuhe oder mehr Mana? Ich mache jetzt mal das: Schuhe. Drei Heiltränke und ein Kontrollwort. So. Bisschen sortieren im Inventar. Immer so. So.
hätte auch direkt Magie durch Schuhe kaufen können. Aber Abhängigkeitsvergangen ist mir eher ein bisschen wichtiger. Positiv bleiben. Da dachte der Xerx geht weg, aber der will weiter pushen. Okay, gut. Ach komm, ich hasse den Seraph, ey. Das ist doch ein Sniper-Dude, ey. Schau dir den an. Ich sollte auch mal Pilz einsetzen. Pilz, sage ich schon. What the fuck, das ist kein Pilz, das ist ein Cookie. Na gut. Das Award ist gerade weggegangen. Nice. Mein Cookie habe ich eingesetzt. Es hätte wirklich gereicht, wenn ich meine Ulti eingesetzt hätte. Ich war reingelaufen, bin ich. Ja, nice, easy gekillt, würde ich sagen. Lux ist ein richtig cooler Champion. In der Mitte, easy peasy. Und Taylor rasiert. Good job, Taylor. Good job. Oder good job schreiben, aber. Taylor sagt zu mir einmal good job. Ja, passt ja. Midlane Tower ist auch schon down. 3, 2, 3, 1, 2 stehen wir. Der Xerath steht 1, 3. Ist doch mal nice. Könnte mal nicht. Die werden mit Mitte kommen. Ich habe Angst, dass sie Mitte kommen. Deswegen gehe ich wieder ganz zurück. In der Botlane helfen. Aber ich gehe erstmal noch einmal Base. Nice, könnte mir Morello nochmal kaufen. Ich glaube, ich kaufe mir sogar wirklich Morello. Ich kaufe mir Morello und. Reicht. Das hat was anderes noch dazu, ja. Mux Blue. Ich komme her, ja. Ich geblinkt, dass sie kommen. Hätte mir auch mit der Ulti auch klauen können. Naja, egal. Ich könnte auch mit meinem Blue klauen. Tenable ist auch ein Blue, oder? Er hat auch Mana. Thank you. Oh mein Gott, Fail Ward. GG, würde ich sagen. Das Fail Ward, ey. Oh. Dachte sogar, dass wir die Runde verlieren werden. Bei der Champion-Auswahl. Ich hätte wirklich einen schlechten Gedanken gehabt. Er steht 17 zu 2. Team, what are you doing? Why are you so good? Ja, okay, es ist eine Lux, es ist eine Lucian. Es ist eine MF-Support. Was will man mehr? Ach komm! Hab ich eigentlich mit der Ulti noch Xerath getroffen? Ich glaube schon, ich habe keine Ahnung. Ah, fuck this. Man geht durch die Schuhe auf jeden Fall kaufen. Das ist mein Kontrollwort? Nein, das ist nicht meine. Das ist meine, ne? Das ist meine. Schade, dass es nicht steht, wen das gehört. Ich bin nur zweimal gestorben. Ich bin zweimal gestorben. Einmal der Lucian und zweimal ich. Oh nee. Oh nee. Warte mal, ich könnte mir Morello holen. Ich will auch aber auch holen. Morello, I need you. Pusht der Xerath oder? Moment, wir sind alle in der Base. Na gut. Level 9 der Xerath. Könnt ihr ihn sogar einmal one-shotten? Ah, fuck. Ich will gerne mit meiner Q stunnen. Ja, gerne töten. Okay, ich hab gedodged.
Nice, ich one-hitte mit meiner E schon die Vasallen, das ist richtig nice. Mein Vasallen. Oh, komm. Xerath, why, why? Ich muss meine W spammen. Wenn Xerath für seine Attacken da durchführt. Positiv bleiben. Bleibt er hinter Vasallen und ist er immer noch da? Xerath ist immer noch da. Das, ja, das sind wir noch da. Irgendwie so Ping, dass das mein gefällt pingt hat. Ach, komm! Ja, hat das getimed. Ich bin glücklich, dass er überhaupt. Es ist die Soraka hier. Fakt ist, Soraka im Out. Habe ich zu oft meinen Mana verschwendet, um Vasallen zu töten. Dafür habe ich richtig krassen Mana-Vorteil. Alter Mann. Ich wusste es, dass er hunken möchte. Ich habe wenig Leben, deswegen bleibe ich bei den Botlane. Wir schaffen das. Oh mein Gott. Das getroffen, ne? Ich war so low life. Ah, schade. Ich habe wenigstens Damage gemacht, jeden. Hoffe ich mal zumindest. Ich habe mir recht viele Assists. Na gut, ich könnte jetzt gegen Xerath jetzt Magieresistenz holen, was ich überhaupt sogar machen möchte eigentlich. Aber Sony ist es. Wäre es nicht Sony sogar besser? Keine Ahnung. Kann sogar sein, dass es sogar besser ist. Nee, ich will mir nicht Magieresistenz. Wenn ich oft genug dodge, dann muss es schon so klappen. Ich komme mal zur Botlane, weil die echt Hilfe braucht gerade. Der Turm wird gerade echt durchgepusht. Komm mal dorthin. Nice. One. Ich bin nochmal hier. Gut. Okay. Passt ja. Können wir echt einen Tailern mal gucken, ob wir Mythos befrischen können. Oder hilft mir dabei, hier auf zu töten. Warte erstmal, bis Soraka hierher kommt. Da? Nice, er kommt mit. Botlane kommt mit. Nice, GG. Komm, ich bin ein Schild gegeben. Yo! Nee, die Ulti mag ich nicht.
Aber dann war Samen meinem Weg. Shit. So. Neutz. Shit! Vierfach Tötung, was? Oh mein Gott, nein! Penta! Holy shit! Holy shit! Holy shit, Mann! Sven Penta, nein, nein! Ey, so close, no Penta for me! Holy shit, ich mach Ulti Pentakill. Alter, es war so close. Holy shit. Report me. Ey, ich bin gerade vor allem zittern. Oh mein Gott. Holy shit, jetzt bin ich wieder wach. Gib mir den fucking Lunes Echo, ey. Holy moly, Macaroni. Mirabadons. What are you talking about, ey? Vor allem, wie das auch gerade kam. Ulti. Vierfachtötung. Ich so, what the fuck, hä? Ich hab vier getötet? Weil rechts am Rand stehen so vier Dinger halt. Stand da halt, dass ich Tun gemacht habe und drei Kills gemacht habe. Danach kam erst der vierte Kill. Oh mein Gott, ich zitter gerade. Holy moly. Vierfachtötung. Na, wo geht der hin? Ich kriege einfach Angst. Schade. Ich dachte, der wäre da. Gebot Amumu for Flame, Fangs. The fuck, ich hab gar nicht mitbekommen, dass Amumu da war. Lol. Auf der nervt die ganze Zeit, ey. Nope. Ein Schild für euch alle, ey. Oh, ich muss ein bisschen wieder abregen, ey. Yo! Lux macht sowas Damage, ey. Mach nur meine Ulti, der ist schon tot. Welche Warden, Vision zu haben. Komm. Der Damage. Ah, schade. Auch erst Assist bekommen. Die fokussen mich gerade richtig. Ich hab 10, 11. 10, 4, 11 habe ich. Ja, moin. Noch mehr Fähigkeitsstärke. Jo, noch mehr. More and more and more. Der einzige, der gut steht, ist der Xerath. Der hat 5, 5, 1. Ey, ganz ehrlich, wieso habe ich nicht so eine Runde in ein Ranked-Game? Mumu, der 1, 10 steht. Der ADC, der 1, 7 steht. In den Gegnern. Eine schöne MF Support. Alter, die Runde kann nicht besser laufen, würde ich sagen, nö? Ja? Ja, moin. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Kannst du laut sagen, Lux.
Im Buff haben wir eigentlich Meeresdrache. Regeneriert das fehlende Leben mit Manas pro Sekunde. Wenn du 8 Sekunden lang nicht von Champion erlitten hast. Okay. Erleuchte den Weg. So nice. Und that's nice. That's nice. Diese Viecher da, ne? Xerath, was war das für ein Ult? Ehrlich mal. Was warten die da bitte? Ich hab noch einen Zünd reingemacht. Sorry, Artox, aber einfach da reingegangen. That's nasty. Jetzt müssen wir eigentlich aufgeben. That's nice. GG würde ich sagen, ey. Easy round. Why Tower? Why to me? Für Leben drin, Regeneration, was ab? Go, go, Power Rangers. Ich hab ja Grace. Ich hoffe erstmal Rabadons. Ah, Rabadon Kauf möglich. 13,414 stehe ich. So muss man stehen, ja, nice. Können wir noch hier. Auf jeden Fall noch Sonias. Go, 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 Enemy Team. Alter, die jubeln uns an, ey. Moin. 13,4. Der Tenner steht, glaube ich, ein bisschen besser, aber ich habe mehr Assists. Mit Lux haben immer viel, viel Assists. Ich seh's mir an. Sagen wir, was der Amumu da gerade macht. Ich hab mich Kill geklaut, oh, tut mir so leid. Ich hab noch einen Assist bekommen, weil ich Tenor noch ein Schild gegeben habe. So macht man auch Assists. Ich geh meine Ulti noch nicht ganz so weit. Also Level 14? Ja, easy Bam und easy life. Ich geh mal Backbase. Mal Ablenkzeitverringerung kaufen. Ich würde gerade sagen, kommt das noch zurück? 584 Fähigkeitsstärke. Ja, guys. Soll ich noch Sonias kaufen? Easy peasy. Lemon squeezy. Ich will eigentlich ehrlich gesagt noch nicht finishen. Erstmal kannst du Kills abstauben. Ich will mal wie beiden da hinrennen, einfach zu Yori. Ich kann ganz eiskalt einfach klauen mit meiner Ult, aber ich hab's lieber sein gelassen. Ja, der Enemy Team, also der Enemies, die trollen jetzt die ganze Zeit. Was sollen die denn sonst auch noch machen? Oh was, ich habe eine Ulti verpasst. Doppeltötung.
Wie habe ich dir diese Old Edition gemisst? Wie hat man das nicht getroffen? Ja, das ist der Tower. Gut. So, ja, ich habe Tower easy zerstört, Junge. Wird hier gerade beim Spawn gemacht. Down Talk to I doing. Entzünden! Einfach wollte ich meine Ulti reinmachen, aber naja, das war eine gute Runde! Guck mal zu Raka. Ich dachte ganz ehrlich, dass wir verlieren werden, ganz ehrlich. Also das war eine ganz, ganz gute Runde. Leech of Legends würde ich sagen, nö. Ich bin der Plixus. Wenn ihr mehr von Leech of Legends haben wollt, lasst ein Like da, wenn ihr mehr wollt. Und wenn ihr neu seid, lasst noch ein Abo da, damit ich sehe, ihr seid noch aktiv und ich wollte mehr Plixus haben. Ich wollte den Plixus Media mehr sehen. Und ja. Wenn ihr mehr haben wollt, lasst ein Like und ein Abo da, wie gesagt. Und ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gewonnen. Easy, easy. Nicht zu fassen, ey.